vergangenen Dienstag begann Pesach, das jüdische Fest der ungesäuerten Brote. Eine Woche zuvor veranstaltet der Verein Haus der Zukunft Bet Halevi in Wien einen Matzot-Workshop für Kinder. Matzot nennt man das ungesäuerte Brot, das Juden und Jüdinnen an den Auszug aus Ägypten erinnert. Es besuchen uns fast 700 Kinder innerhalb von einer Woche, von 8 in der Früh bis 5 am Abend. Jede Stunde kommt eine Gruppe von ca. 20 Kindern. Hallo Kinder. Hallo. Ich habe für euch ganz was Besonderes vorbereitet. Und zwar eine Pesach-Geschichte. Kommst langsam rein. Komm. Der Sinn dahinter ist, dass die jüdischen Kinder die Wurzeln nicht vergessen, die jüdische Herkunft, die Identität und ihre eigene Geschichte kennenlernen. Kinder, wir sind in Ägypten. 3500 Jahre vor unserer Zeit. Und wir müssen sehr, sehr schwer arbeiten für den Pharao. Und wenn wir nicht schnell genug arbeiten, schickt der Pharao seine Soldaten auf uns mit ihren Peitschen. Psch, schnell arbeiten, schneller! Und Hashem, Gott, sagt, ich werde Plagen auf die Ägypter bringen, auf die Mizrim. 10 Plagen. Als wir in Ägypten waren und der Pharao uns sozusagen hat ziehen lassen, die meisten wissen vielleicht nicht, es ging alles nur darum, diese 10 Plagen und alles, was Gott eben über die Ägypter gebracht hat, war alles nur für 3 Tage, damit wir 3 Tage frei bekommen. Danach wollte er uns wieder zurückhaben. Doch wir sind weitergezogen bis zum Roten Meer. Wollt ihr alle in mein Zelt reinkommen, damit uns draußen nichts passiert? Ja. Ja? Als Auftakt zum Pesachfest wird während des Sederabends die Haggadah, die Geschichte des Auszugs aus Ägypten, gelesen. Seder heißt Ordnung und jede Speise hat ihre eigene Bedeutung. Da, da, da. Jeder hat ein Teller und darauf ist Lammfleisch. Was haben wir hier noch? Matzah, stimmt. Und auch Maror. Schmeckt Maror bitter oder süß? Süß. Nein. Bitter. Maror ist bitter, weil wir so bittere Zeiten gehabt haben. Und wisst ihr, zu Pesach müssen wir die 3 Wörter sagen. Alle sagen zusammen mit mir: Pesach, Matzah und Maror. Wollt ihr draußen Matzot backen? Jeder bekommt einen Bäckerhut und vorsichtig auf den Kopf geben. Lia ist unsere Wasserprinzessin. Sie wird mir helfen beim Wasser. Schau, hier ist das Wasser. Dieses Brot ist nicht koscher. Normalerweise schaut das ein bisschen anders aus. Das Mehl muss ein Mehl sein, worauf aufgepasst wurde, dass eben keine Feuchtigkeit dazukommt. Und das Wasser ist ein Brunnenwasser. Und außerdem brauchen wir einen Maschgiach. Ein Maschgiach ist ein Aufpasser, der schaut, dass das Ganze wirklich in diesen vorgegebenen 18 Minuten, bis das Brot anfängt zu säuern, dass es eingehalten wird. Von links nach rechts und das geht am besten mit Musik. Man sagt, dass das dünne Brot, das nicht aufgeht, ein Brot der Armen ist. Sozusagen, man soll bescheiden sein, man soll in Demut leben und nicht wie ein aufgegangenes Brot hochmütig in der Welt stolzieren. Pesach. Das Fest der ungesäuerten Brote dauert 7 Tage und wird noch bis 2. April gefeiert. Dankeschön. Tschüss, Kinder. Sagt ihr bye-bye? Bye.